Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir den großen bösen Wald verlassen und sind in Mizu gelandet. China hat mit den Oberältesten, mit den Oberhaupt dieser Stadt oder diesem Dorf hier geredet. Und ja, Lloyd hat mit den Typen ausgemacht, dass wir einen Weg finden sollen, diese Welten irgendwie zu vereinen oder dieses System zu brechen, damit ja nicht eine Welt kaputt geht, während die andere blüht. Und ja, das Oberhaupt hat sich dafür entschlossen und übrigens hat sich der Gefangene, gegen den wir auch in der letzten Folge gekämpft haben, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, uns angeschlossen. Sehr schön. Und ja, ich gucke mir mal direkt an, was er jetzt so kann. Ich habe mir schon einen kleinen Blick hier in die Ausrüstung einverleibt. Und weiß ich nicht, was kann ich ihn denn ausrüsten? Stroh. Ein Armreif. Und. Ja. Versteck hier Elementarschäden. Ja. Oder nee. Doch. Nehmen wir das. So, dann gucken wir mal nach Erfahrungsgeben und so. Der hat 1 und 2, sehr gut. Stärke und Individualität. Preise in denen fallen auf 90%. Preise für verkaufte Items steigen auf 110%. Was? Okay. Verdammt, ich habe schon davor gekauft, Mann. Egal. Okay, wen machen wir denn mal zu S-Typ und ja, Technik, was hat er so? Crescent Moon, Spin Kick, Swallow Kick, okay, kenne ich. Eagle Dive, da kenne ich auch. Was ja, macht jetzt wahrscheinlich seine Abwehrattacke, ne? Bodenattacke, Luftattacke. Okay, scheint in der Luft zu kämpfen. Alles klar. So, Mythos Informationsnetzwerk. Ist noch nicht verschwunden, sehr gut. やばど。うまく見つかるといいね。水穂の情報網は出てじゃないよ。きっと見つけ出してくれるはずさ。水穂の情報網はマジすごいらしいぜ。テセアラ中の財宝のありかを知ってるって話じゃねえ。そうさ。私たちが本気を出せば調べられないことなんてありゃしないよ。そっか。頼りになりそうだね。 Okay, sehr schön. Wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Fällt mir gerade so ein. Wir sollen die Rayards ja wieder beschaffen, ne? Und ich hatte 5 Minuten. Ich habe schon wieder keinen Plan, wo ich hin muss, Mann. Was haben wir auf dem Weg zu Altessa? Ach ja, da wollten wir ja ursprünglich hin, ich Idiot. Da kann man ja was machen, nö. So, ich muss mal kurz gucken. Kaufpreise. 90, okay. Ich glaube, das ist schon verändert. Dann müssen wir ihn steuern. Ja, das war sehr gut. Kleiner Ritter, okay. Pressea, du itta ka. Omae no kazoku no koto nano da na. Omae, Pressea ni chikazuku na. Kore wa shitsurei. Chiisana naito to iu wake ka. Baka ni suru na yo. Boku ni wa mahou ga aru nda kara na. Genius. Nani? Pressea no koto wa boku ga mamoru kara. 彼に敵なし、交戦の必要なし。え？うん。また私はあなたに守られることはありません。Ouch. Das hat weh getan. Das wollte ich aber auch ehrlich gesagt sagen. Ist doch irgendwie so mehr als ob ja, bisher ihn beschützen könnte. Lass mich mal kurz gucken. So, okay. Ja, warum nicht? Obwohl außerhalb von Lehen ist ein bisschen blöd, deswegen machen wir irgendwie was anderes. Ja, gute Idee, das geht schon. Na, gucken wir mal, wie er sich so im Kampf schlägt. Ja, irgendwie nicht viel HP, was ich bei seinem Körperbau irgendwie nicht so verstehe. Aber na, egal. Weil so ein Klotz hier, so ein Riese irgendwie, hat er nur weniger HP als so ein kleines zierliches Mädchen wie Pressea.
schon ein bisschen merkwürdig. Warum die Fesseln? Na, Rigal, anta, nande sonna tekase o tsukete run da? Kore wa waga tsumi no shouchou. Tekase ga shouchou suru tsumi? Wakatta. Tekase dorobou da na? Heftiges Atmen. Ja, mawari no hito ni tekase o tsukete mawatte meiwak o kageta toka. Shimanai. Mo sukoshi wakariyasuku hanashite yareba yokatta na. Okay. Ja, bei Lloyd ist das nicht so einfach. Gehen wir mal hier rein. Ich müsste irgendwie so ein Rasthaus oder irgendwie so prüfen. Oh Gott, nein. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch das beste Rezept aus der 4000-jährigen Geschichte Mitsuos bei. Ramen. Ramen. Man nehme Banyan, schwarzes Datei und Seetang. Tschüss. Jetzt geht mein Planet, braucht mich. Mein Gott. Der Typ. Kann ich mich hier irgendwo ausruhen, bitte? Das wäre so toll. Kannst du dich irgendwie im Sitzen drehen? Was? Sag einfach mal ja, okay. Habe ich gelesen, was der gesagt, aber war schon irgendwie klar, dass ich irgendwie ausruhen war, ne? Ich werde sogar, guckt euch das an. Jupp. Er kann sich im Sitzen drehen, ohne sich zu bewegen, ey. Okay, wir konnten uns umsonst ausruhen, das fand ich jetzt nicht schlecht. Und jetzt nehme ich mal an, müssen wir den anderen Weg von diesem Wald nehmen, ne? Du stehst hier ein bisschen verdächtig. Ja, mit den Katzen werde ich wahrscheinlich wieder nicht machen, ne? Kein Bock, mein Geld aus dem Fenster zu werfen. Alles klar. Die Verfolger scheinen die Welt verlassen zu haben. Beeilt euch. Okay, dann gehen wir auf direkten Weg zu Altessa. Ich möchte nach Hause, in mein Dorf. Na gut, dann zuerst nach Rosette. Oh, ach so, okay. Ja, bis jetzt Eltern machen sich sicher Sorgen. Sie gehen wir nach Rosette. Okay. Nein. Da war ein Skit. Ma, komm schon, ey. Tauche auf. Ey, wir können, wieso ist denn das direkt vom Ausgang hier erschienen? Ja, super. Immer mit mir so. Na gut. Probieren wir mal Reach aus. So, oh mein Gott, was ist das? Kannibale. Und kein Kannibale, das ist ein Monster-Typ, ey. Oh Gott, was? Wird immer noch nichts. Ich sehe einen umgefallen. Ne? Oh, ich glaube, ich wurde getroffen. Aua. Ein ganzes Wagen. Jawohl. Wow. So langsam sind wir echt stark, finde ich. Wir sind verdammt stark. Ja, vielleicht speichern sollen. Mach mal draußen. Dann gehen wir mal hier lang. Mal gucken. Aber warum sind jetzt auf einmal alle Leute irgendwie weg hier? Ich meine, das sollen ja ganz viele Leute irgendwie hier gewesen sein. Und anscheinend sind jetzt alle weg. Warum auch nicht? Okay, da ist nichts. Deswegen gehen wir zurück. Ey. Auf der Brücke. Ich glaube, ich spinne. Lass mal ein bisschen auf Rigido. Sehr schön. Keine Sorge, Genesis, ich beschütze dich. Beraubt überhaupt nicht seine Männlichkeit. Aua, ey. Los, komm. Jo. Ja, und Level Up. 3 Stück direkt. Sehr gut. Würde auch mal interessieren, weil das überhaupt das Maximum-Level in diesem Spiel.
Hier da hinten können wir schon weiter, aber... Hey, warte mal, da können wir doch das Ding benutzen, ne? Dieses Schlauchboot. Glaube ich. Aus der Weta der anderen Welt.心配にはおよばぬ。そうですか。私、しょっちゅう転ぶんです。だから、リーガルさんもそうだと大変だなって思って。あなたは異世界の巫女と聞いたが。はい。あんまり巫女っぽくないんですけど。いや、良い巫女を持って、あなたの世界は幸せだ。いや、衰退している世界にこの言い方は失礼だったかもしれないが。いえ。でも私は、 世界を救えなかったミコです。今も世界より自分の命を惜しんでいるミコです。だから命の尊さを知るミコなら、いずれ新たな救いと再生をもたらすことができるだろう。そうでしょうか。そうならいいんですけど。 Also Ort muss ja nicht mit dir sein. Machst du doch schon alles gut. Ja. So, ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon was bringt hier, aber kann nicht schaden, mir so ein bisschen zu erkunden, ne? Oh, ist halt langsam. Bevor wir ja direkt mit der Story weitermachen, ich habe jetzt schon lange nicht mehr gespeichert, sollte ich vielleicht mal nachholen. Weil, naja, lande ich irgendwo. Das sieht aus wie der Turm des Manas irgendwie. Nur ein bisschen, ja. Vermoster. Gehen wir hier speichern, wer ist vielleicht was wir da alles finden, und wir müssen wahrscheinlich sowieso nicht dahin, und da steht wahrscheinlich jetzt gleich, oh, wir müssen ja nicht hin, wir müssen nach an Azet oder Altessa oder weiß ich, Tempel des Blitzes. Wir sollen uns später darum kümmern, wir haben die Rayards noch nicht gefunden. Also gut. Ma. Ich meine, wir sollten uns, ich meinte doch, ich hasse ihn, was? Was? Ich sagte doch, ich hasse diesen. Ich meine, wir sollten später darum kümmern. Na gut. Mehr ist hier nicht, ne? Oh, da hinten ist noch was. Okay. Vielleicht bringt das ja was. Ich hoffe, hier laufen nicht allzu starke Gegner rum. Falls überhaupt, ich habe noch gar keinen gesehen. Ich habe mir Tetola ganz anders vorgestellt. Wie denn? Ich dachte, hier würde niemand hungern und alle würden schöne Kleider tragen und immer lächeln. Sie tragen schöne Kleider. Aber es gibt hier Leute, die schmutziger sind als wir. Ich glaube, Tete Holler ist doch keine perfekte Welt. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Hier gibt es Menschen, Elfen, Halbelfen und nicht alles ist perfekt. Das ist die Realität. Ich werde mich noch mehr ansprengen. Wie? Dies ist die Realität, aber die Welt soll glücklicher sein, also werde ich mich hier anstrengen. Ja, wir werden uns gemeinsam anstrengen. Sehr schön. Oh Gott. Level up, level up, level up, level up. Okay. Okay. Turm des Blitzes. Wir sehen dich bald wieder. Habe ich so das Gefühl. Kein Ort wird vergessen. Nur vertagt. Erstmal werden die Gegner hier vertagt. Ach, warte, aua. Aua. Mein Gott. Lass mich dich angreifen. Ernsthaft. Guck mal, war ganz schön viel Erfahrungspunkt hier. Finde ich. Also irgendwie ist das schon ein Unterschied von früher. So, ich denke mal, wir können hier nicht durch, ne? Doch können wir. Uiui. Ist jetzt gerade erst, wie weitläufig das hier ist. Ich weiß, wir haben ein klares Ziel vor Augen, aber kann nicht schaden. Nein, verirre ich mich sowieso wieder. Will ich da an Land gehen? Weiß ich nicht.
Da haben wir eine Mine. Können wir mal reingehen. Ja. Da haben wir die Ort schon mal. Mein Gott, da dreht sich so langsam, ne? Die Steuerung ist so richtig kompliziert, ey. Alles klar, gehen wir mal da rein. Wahrscheinlich steht da jetzt auch wieder, nein, wir müssen da gar nicht hin, wir müssen nach Rosette oder Altessa oder was weiß ich. Aber egal. Guck mich nicht so an. Ich bin nur Tourist. So eine andere Welt. Toys-Mine. Verdammt, es ist völlig außer Kontrolle. Zur Hölle, Baron, was hast du hier für Fallen aufgestellt? Oh, die Garde des Patriarchen. Rennt. Warum? Oh Mann. Ja, okay, ich verstehe schon, wir müssen noch Dingens. Okay, dann gehen wir nach Oset, Altea, wo auch immer wir jetzt dahin kommen, was das für ein Ort war. Aber das wäre so ein Ding. Dann gehen wir mal dahin. Fuck ist das? Wir kommen auch irgendwann mal zurück nach Silveron, weil mir ist mir aufgefallen, wir sind da vor etlichen Parts mal hier so ein Schwertkämpfer ja begegnet. So ein Monster, wie ich meine hier, ein Schwertkämpfer hieß. Und ja, da will ich natürlich auch irgendwann mal kaputt hauen. In dem Zeitpunkt konnte ich dann natürlich, das hat mich fertig gemacht, habe ich glaube ich auch gezeigt, ne? Du kannst wirklich sehr gut kochen, ja? Oh, dankeschön. Vor allem mit gefesselten Händen, was? Wenn man so gelobt wird, kocht man auch gerne. Du weißt, Gennis ist auch ein guter Koch. Ich glaube, Jungs sind im Kochen einfach besser. Jetzt wo du sagst, die meisten Chefköche sind Männer. Vielleicht hast du dir etwas mit Kraft zu tun. Vielleicht hat es etwas. Entschuldigung. Mit Kraft zu tun. Kochen ist sehr arbeitsintensiv. Demnach müssen dann Frauen besser fürs Kämpfen geeignet sein. Echt? Sind sie das? Das habe ich mal irgendwo gelesen. Der Grund soll sein, dass Frauen keine Angst vor Blut haben. Das wusste ich gar nicht. Mann, Frauen sind echt beängstigend. Aber stimmt, wenn ich Blut sehe, wird mir auch ganz komisch. Ja, wir dürfen also nicht vergessen, dass die Frauen in unserem Team stärker sind als wir. Wir müssen uns anstrengen, damit wir ihnen keine Last sind. Ja. Du hast recht. Lass uns zusammen daran arbeiten. Okay, du bist ein guter Koch. Dann koche. Koche er Ramen. Auf dass es uns wohl schmecke. Oh Gott. So, dann gehen wir mal nach, wo auch immer, was das für ein Ort war. Den Turm des Blitzes vorbei, der vermerkt wird. Und da war das doch, glaube ich, ne? Okay, ja, hier war das doch. Ne. So. Und rückwärts eingepackt. Wunderbar. So, wo war das nochmal? Ja. Es geht wieder los. Wir sind doch von da aus eingegangen, ne? Oder? Hey! Ma! Was wollt ihr denn? Sehr schön. Ich glaube nicht, dass das notwendig ist, aber okay doch. Ah, Ramen. Küchenchef Regal. Regal, weiß nicht. Ich glaube, ich habe einen Regal. Nee, von ihr kamen wir, Mann. Boah, ja. Ah,
Ja, haben wir wieder einen ganzen Part damit verbracht, nichts zu machen. So, zack, 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 ich drück einfach in irgendeine Richtung. Das bringt nichts, okay. Ich glaube, das kann ich irgendwie vergessen. Okay, magische Tücher bekomme ich verdammt oft. Aber keine Dingens hier, was ich auch sonst irgendwie brauche. So, was haben wir ja? Oset. Betreten wir mal diesen Ort. Gucken wir, die Heimat von Presaya aussieht. Leute, wir müssen ja folgen. Hä? Ja. Was? Nein, ich will nicht. Riesel. Muss ich nicht. Lass mal, Leute. Na, ist es das doch, Roset? You don't say. Ja, keine Ahnung, wo sie jetzt hingegangen ist. Ich wusste es. Ich wusste es, der verdammte Papagei, dieser verdammte Koch. Ich bin ein geheimnisvoller Wunderkoch. Ich zeige euch, wie man ein zeitraubendes Gericht namens Filetsteak zubereitet. Oh Mann. Filetsteak, man nehmen beliebiges Fleisch, Tomate und Zwiebel. Ciao, ciao. Mia Donna, meine Planete brauchte mich. So, hier schon mal ein Speicherpunkt, das ist gut. Was ist das hier überhaupt? Da ist ein Gasthaus. Okay, dann gehen wir ja pennen und wie sagen Ben bei ihrem Part hier. Ja, auf Wiedersehen. Ja, du mich auch, Oggi. Ich speichere und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.